Dingpot, mein Käse, sage geschwind, wer ist hier das schönste Kind? Was soll ich sagen? Selbstverständlich du, Grundhilder. Weise gesprochen, schlauer Topf. Ich habe hier den schönsten Kopf. Oh Gott, ich sehe jetzt schon, ich muss immer alles vorlesen. Doch da gibt es ein Mädchen. Das kann nicht sein, niemand hier darf schöner sein. Tutti ist so süß und klein. Sie ist die hübscheste von allen. Was, du mieser alter Kessel? Ich mache aus dir einen Sessel. Tutti ist nicht nur hübsch. Sie ist ein wahrer Engel. Doch, das gibt es doch nicht. Gleich krieg's aufs Maul. Ach, dem Biest werde ich es zeigen. Tut mir leid für meine schrecklichen Stimmeinlagen. Boah, wo ich die Bilder jetzt sehe, ich krieg so Nostalgie-Momente. Wie viele Stunden, wie viele Jahre ich als Kind daran gesessen habe, an dem Spiel. Hallo, Tutti, was hast du heute so vor? Sobald meine Bruder aufwacht, stürzen wir uns ins Abenteuer. So, ich muss erstmal eine Stimme für Tutti finden. Hat Benjo eigentlich eine Stimme? Weil für Benjo brauche ich eine coole Stimme, ne? Wache endlich auf, damit du das Spiel beginnen kann. Boah, für Kazooie habe ich... Scheiße. Egal. Aus Tutti mache ich Mäusefutter. Bald sieht sie älter aus als meine Mutter. Oh, ich glaube, Grundhilda passt jetzt gerade. Ist das dein Bruder? Wo denn, Herr Maulwurf? Dort oben am Himmel. Das glaube ich nicht. Du arme kleine Maus, dein Spielchen ist jetzt aus. Oh shit. Autsch, du alte Vogelscheuche! Da hilft kein Gehkratze, ich mache das dir eine Fratze. Was war das denn jetzt? Oh nein, die Hexe hat die Kleine entführt. Hilfe! Banjo, wach hier endlich auf! Aufwachen! Was? Was ist denn los? Draußen gibt es Ärger! Oh shit! Boah, die Hexe ist so legendär. Ich frage mich einfach, wer der die Stimme geliehen hat. Oder wer es gelacht hat. So, da dieses Video jetzt online ist, müsste es heißen, dass meine 100. Anime-Empfehlung oben ist. Dazu gleich mehr, Moment. Hey, ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Ich bin Benjo, und du? Und das ist meine Freundin, Kazooie. Komische Freundin. Kann das Ding sprechen? Besser als du, Hasenhirn. Was war das für ein Lärm? Wo ist meine süße Schwester, Tutti? Die miese Hexe Grundhilda stach vom Himmel herab und hat sie entführt. Beruhige dich, Kleiner. Wir befreien Tutti. Wohin ist diese Hexe entflohen? Sie flog zu ihrer schaurigen Höhle. Das wird kein Ausflug, Freunde. Ihr braucht einige Lektionen, bevor ihr losziehen könnt. Wenn ihr Moves lernen wollt, drückt A. Wer schon alles weiß, sollte B drücken. So, okay, wo ist B, wo ist A?
Wir schaffen es ohne deine Hilfe. Wie ihr meint. Ich gebe euch die ersten Moves mit auf den Weg. Wir sehen uns auf dem Spiral Mountain. Leute, da ich das Spiel ja unzählige Male gelernt habe, ne? Ja, ich habe, glaube ich, etwas verkackt. Ich glaube, mit dem... Oh, shit. Oh, shit, oh, shit. Da, okay. Ich glaube, ich habe den B-Klopf anders eingedrückt, denn ich spiele das alles auf dem Emulator. So, jetzt muss man gucken, wo die ganzen Dinger hier sind. Wie kann ich Kamera drehen? Da. Dam, da, dam, da, dam, 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 dam. Okay. Na, hier genau, wo ich gerade war. Ich habe ja hier erwähnt, dass ich, das habe ich nochmal gesagt. Genau. Da das hier online ist, das Video, müsste wohl meine 100. Empfehlung auf online sein. Und das heißt dann, dass ich, wie schon erwähnt, eine kleine Pause einmache mit den ganzen Anime-Empfehlungen. Das liegt erstmal darin, dass ich keine mehr auf Vorrat habe. Also ich habe jetzt ungefähr noch 5, aber die spare ich mir auf, bis ich dann noch ein paar mehr gesammelt habe, so ungefähr 20, 30. Wenn ich die dann habe, dann werde ich, glaube ich, wieder weitermachen mit Animes, aber bis dahin mache ich ein paar Games. Da ich ja schon viele Kommentare gelesen habe, die gesagt haben, also nicht viele, so einige wollten, dass ich wieder Banjo-Kazooie mache. Da ich das sowieso oftmals nicht auf die Reihe bekommen habe, Gameplay aufzunehmen, also Banjo-Kazooie Gameplay aufzunehmen, wo alles wieder komplett ordentlich, also nach meinem Schema gemacht wurde. Ja, habe ich gesagt, okay, mache ich das mal. Oh shit. Mache ich das mal, mach wieder neu und dann wieder so, wie es mir passt, denn ich bin wirklich, was das angeht, oh shit, was das angeht, wirklich pingelig. Weil das, was mir vor Monaten gefallen hat, könnte mir heute nicht mehr gefallen. Weil das ist wirklich so eine Sache bei mir. Schwierig, meine Frau in der Zukunft tut mir leid. Und nochmal zum Spiel selber, ja, Banjo-Kazooie, das ist... Das liegt vielleicht daran, dass ich... Oh, shit. Dass ich zum Zeitpunkt vielleicht geboren bin, wo das Spiel rauskam, denn 98... Ich bin ja 98er. Und vielleicht liegt es daran, dass ich das Spiel so gefeiert habe. Und hätte man das Spiel mir damals nicht oft mit in die Wiege gelegt, ne? Denn meine Schwester hat sich ja die N64 so Geburtstag gewünscht. Und passend dazu wurde ich geboren. Also hatte sie ein doppeltes Geschenk, ne? Ja, würde ich mal sagen. Ja, ich bin natürlich nicht an ihrem Geburtstag geboren, das wäre jetzt was lustig. Nein, ich habe wirklich seit der Geburt mit meiner Mutter zusammen, das war noch eine coole Zeit, ne? Ich weiß noch, dass ich mit meiner Mutter damals einmal und meiner Schwester zusammen einmal um 3 Uhr morgens aufgestanden sind und wie dann nicht schlafen konnte, hat meine Mutter gefragt, ach, lass Banjo-Kazooie spielen. Und wir waren da so drauf und ab, ne? Wir waren dann so... Wir haben einfach gefeiert. Wir haben einfach das Spiel Banjo-Kazooie gefeiert. Gut, ich hatte eigentlich vor... Ich höre mich jetzt wie so ein kleiner, aufgeregter Teenie an, du. Ah, ich hatte jetzt vor... Nein. Wie kann man nochmal mit Banjo-Kazooie gehen? Hallo? Ah, nein. Hallo? Ich will mit Kazooie gehen. Wie kann ich mit Kazooie gehen? Gibt's den Move noch nicht? Muss ich ihn erst erlernen? Oh shit. Denn wäre es nie mit nur, also mit Banjo gegangen. Denn Banjo ist so lahmarschig. Hey, gibt's den Move erst wirklich später? Egal. Ich hatte gerade davon erzählt, dass ich irgendwas vorhatte. Genau, ich wollte nämlich mir Banjo-Kazooie für die Xbox kaufen. Was ich natürlich sowieso nicht verstehe. Warum Microsoft immer noch die Rechte für Banjo-Kazooie hat. Ihr seid also bereit, der widerlichen Hexe entgegenzutreten? Und ob, wo geht es lang, Erdwühler? Hinter dem Horizont liegt Grundhildas Reich. Wir sehen uns dort. Drück euch die Daumen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich pro Part jetzt ein ganzes Level zeigen werde. Ich denke, das würde ich auch so hinbekommen von der Zeit her. Die letzten würden, glaube ich, so etwas eine Stunde, um die Stunde dauern, aber das würde ich schon hinbekommen mit Aufteilung des Partes.
Diese Maschine ist der Hit. Sie macht Tutti alt und ich werde wieder fit. Lass mich in Frieden, du miese Hexe. Oder mein Bruder wird dir in den Arsch treten. Sollte er sich zu mir wagen, wird er in die Flucht geschlagen. Los nun, Klungo, drücke den Schalter. Ich will vergessen, mein Alter. So sei es, Herrn. Alle Systeme aktiviert. Gleich geht es los. Banjo, Hilfe! Boah, diese Hexengelächter, ne? Da, hurra, endlich ist es soweit. Bär und Vogel haue ich aus dem Kleid. Oh, falsche Stimmeinlage. Juhu, ich bin ein lustiges Puzzleteil. Suche ein Bild, in das ich zu dein passe. Oh. Boah, einfach, ich finde einfach die Story so genial. Konkurrenz dazu könnte man eigentlich nur Mario 64 zu dem Zeitpunkt sehen. Ich muss aber zu ehrlicher, weil deswegen, ich glaube, das war auch der Grund, warum man da reinspringen wollte. Ich weiß nicht, wer jetzt reinspringen wollte, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich mich entscheiden musste zwischen zwischen Banjo-Kazooie und Mario 64, dann war es natürlich immer Banjo-Kazooie bei mir. Die Tür zur angezeigten Welt öffnet sich, wenn das Bild komplett ist. Das erste Puzzleteil haben wir bereits in der Tasche. Cool. Klasse, drücke A, um den Puzzleteil in die Lücken einzufügen. Drücke B, wenn du kein Puzzleteil einsetzen willst. Hier. Geschafft. Das Bild ist vollständig und die Tür zu Mumbus Mountain geöffnet. Das war viel zu leicht. Noch habt ihr nichts erreicht. Ich muss irgendwie auch erwähnen oder auch zugeben, dass ich nie in meinem Leben auch nur Banjo-Tooie angefasst habe. Ich weiß nicht warum, ich bin zwar ein riesiger Banjo-Kazooie-Fan, aber ich weiß nicht warum ich das Spiel nie gespielt habe. Ich weiß noch, ich kann mich an eins erinnern. Ich habe wirklich aufgeregt, hatte ich so eine Spielezeitschrift gehabt. Das war noch nicht meine Spielezeitschrift. Das war eine... Wie soll ich das nennen? Ich glaube, das war von Quelle damals, so eine Zeitschrift, wo es immer so neue Spielzeugartikel gab. Und da gab es auch einmal Banjo-Tooie. Da habe ich gesagt, oh Mama, guck mal, die haben ein neues Spiel über Banjo-Kazooie. Meine Mutter da so, das ist doch kein neues Spiel, das kann doch nicht sein. Wie soll das? Weil meine Mutter war wirklich so, das einzige Spiel, was sie kannte, war eben das. Und die dachte, nee, mehr als das auf der Welt gibt's gar nicht. Ich denke, das Spieleprinzip muss ich hier nicht erklären. Denn wie viel Anlauf ist das? Einmal, das war einmal mein allererstes Projekt, das war 2010. Ja. 2010, dann hatte ich nochmal, glaube ich, einmal auf der 64 das gehabt. Sorry, das war eine kurze Unterbrechung. Ah, verdammt, ich habe vergessen gerade zu synchronisieren. Moment. Hup! Hup! Gut, wo wäre ich stehen geblieben? Mein zweiter Versuch war dann auf der Originalkonsole. Oh shit. Ich muss mit der Steuerung etwas klarkommen. War auf der Originalkonsole. Also auf der N64. Ich habe den Versuch irgendwie mit dem Grabber irgendwie irgendwas zu machen. War das schon mein letzter Versuch? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte noch einen. Ja, oder war das bei Mario 64, wo ich so viele Versuche hatte? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ich kann das Spiel schon fast wie im Schlaf, ne? Man merkt das schon. Wenn man schon mehr als... Oh, shit. Wenn man schon 8 Versuche oder so... Beim 8. Warte, wo ist das andere Ding jetzt? Wenn man das Spiel schon mehr als 8-mal gespielt hat, dann merkt man schon einen gewissen Unterschied. Vom ersten und letzten Mal. In jeder Welt sind 10 von uns versteckt. Wir helfen euch auf eurem Weg zur Grundhilde.